Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge Bus Mechanics Simulator. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, einige Tage sind vergangen, seitdem wir die letzte Folge hier abgedreht haben. Normalerweise hatten wir ja gesagt gehabt, dass wir es immer am Wochenende bringen. Aber es war einfach so viel zu tun, dass wir da kaum Zeit finden konnten. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ganz ehrlich zu euch, das Spiel ist schon, nicht schlecht, würde ich jetzt nicht sagen, aber es fesselt mich nicht so. Warum? Wie gesagt, erzähle ich euch jetzt gleich, während wir uns jetzt um diesen Auftrag hier kümmern. Der Fahrer hat einen Ausfall an der hinteren Fahrtrichtungsleuchten gemeldet. Der Fahrer hat Beschädigung am Zahntisch gemeldet und die Bremsscheiben der Mittelachse müssen gewechselt werden. Wenn wir mal annehmen. Es gab mittlerweile in der Zeit auch einige Updates raus. Ja, die sind, werden automatisch installiert und da kamen neue Repaints zu. Man ist ein bisschen auf der der Community entgegengekommen und hat ein paar Verbesserungen eingebaut. Auch das zeige ich euch gleich jetzt alles, wenn wir jetzt hier im Spiel sind. Und hier sehen wir zum Beispiel schon, das ist schon mal ein neues Repaint. Was ist denn los jetzt hier? Einfach anders. Jenfelder Hauptstraße 12. Achso, ist Gemüse. Ich dachte, das war die Frau hier, um die es ging. Nein, es geht natürlich ums Gemüse, ne? Max Markt, so heißt das Ganze ja auch. Und also man hat jetzt hier neue Repaints mit drin. Ja, die hat man jetzt dazu gepackt. Wir haben zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, man hat jetzt hier eine Rampe hingebaut, sodass wir jetzt halt nicht immer bis da hinten laufen müssen. Dann hier rüber können wir jetzt hier praktisch über die Rampe. Schade nur, der Schrottcontainer steht mitten im Weg, sodass du halt immer irgendwie vorsichtig da langrennen kannst. Du kannst jetzt hier nicht so geschmeidig jetzt hier rumrennen. Du musst jetzt halt schon wirklich aufpassen, dass du jetzt nicht dagegen rennst. Was ist denn das für... Warum steht hier ein Polygon jetzt mittlerweile rum? Der ist auch neu, oder? Den kann ich mich auch nicht erinnern. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat man da jetzt mal so ein bisschen gehört drauf. Wir können schon mal hier alles mitnehmen. Wir brauchen zumindest schon mal die Ratsche, die kann nicht schaden. Und sind auch mit. Was ist noch neu? Wie gesagt, Repaints, dass wir jetzt da so eine Brücke praktisch haben. Man hat sich auch dem Problem angenommen, hier zum Beispiel. Wenn wir uns jetzt hier die Ersatzteile angeguckt haben, musste man da immer so umständlich denn doch da so drücken und dann musste man das doch immer so nach links ziehen, hat man jetzt hier unten einfach einen Button gemacht. Somit passieren versehentliche Käufe nicht mehr, ja, sodass das auch verschwunden ist mittlerweile. Also finde ich gut, dass man da, wie gesagt, so da drauf ein bisschen gehört hat und der Community da wirklich so einen kleinen Schub gegeben hat, das Ganze ein bisschen besser zu bedienen. Auch von der Performance her hat sich das schon deutlich gebessert. Ich kann mich noch erinnern, so die ersten Folgen, die wir hatten, waren schon ein bisschen hakelig gewesen. Also auch da hat man natürlich weiterhin dran hart gearbeitet, damit das Ganze hier rund läuft. Und sonst weiß ich jetzt gar nicht, ob mir jetzt noch grob jetzt was auffällt. So an sich hat sich hier nichts geändert. Ja, also... Das ist alles beim Alten geblieben. Und sonst mussten wir ja immer hier rüberspringen, ne? Und jetzt kannst du hier praktisch drüber laufen. So, okay. Dann werden wir uns jetzt erstmal um die ganzen Sachen kümmern. Dementsprechend, habe ich das jetzt meistens immer so gemacht, dass ich jetzt hier den F5-Modus und dann bin ich hier immer durchgeflogen und dann brauchst du die Tür nicht mehr öffnen. Das ist natürlich ein bisschen unrealistisch. So, erstmal müssen wir das Bauteil abmontieren. Und dementsprechend haben wir hier irgendwo eine Schraube. Da. So. Das kann... Du kannst jetzt nicht ab, weil du bist noch dran. Und du bist auch noch befestigt an mit Schräubchen. Und einen Stecker hast du auch noch dran. Dann kannst du ab. Und du kannst jetzt auch ab. Also der Zahltisch ist kaputt. Dann hatten wir an der hinteren... Leuchte waren hier auch ein paar Fehler drin. Dementsprechend werden wir das Ganze mal jetzt hier abnehmen. Irgendwie. So, also, da sind Schrauben drin. Aber das lösen wir das Ganze. Obwohl, warte mal, eigentlich brauchen wir es doch nicht lösen, oder? Können wir es nicht schon so kontrollieren? 100... 100, 100,
99, 100. Wird bestimmt irgendeine Glühbirne sein, die hier kaputt ist. Aber um an die Glühbirne ranzukommen. Müssen wir ein bisschen rein. Die haben gar keine Glühbirnen. Warum sind hier... Hier unten ist eine Glühbirne drin. Warum ist hier oben keine drin? Okay, also hier fehlen gänzlich sogar Glühbirnen. Die Nebelschlussleuchte. Stimmt, das sieht man jetzt auch von außen. Da ist gar nichts. Nee. Hat man dich jetzt schon? Dich hatten wir schon. Du bist... Was bist denn du für ein Apparat? Achso, du bist... Das ist das Ladeluftmodul. Ah ja, guck mal hier. Das Kabel ist mehr als brüchig. Das kann wieder mit... Okay, aber normalerweise sind hier eigentlich auch Glühbirnen drin, deswegen hat mich das gerade jetzt ein bisschen verwundert. So, und... Achso, die mittlere Achse. Da müssen die Bremsscheiben gewechselt werden. Das ist tatsächlich ein Akt, der ist halt mega lästig. Ja, kommen wir mal zu dem Grund, warum, ja, warum ich das Spiel jetzt nicht so absolut jetzt von den Socken hält. Klar... Es ist ein Mechanik-Simulator. Ich habe sie früher sehr gerne gespielt. So der K-Mechanik-Simulator ist Nonplusultra. Bestes Spiel in der Richtung ist meiner Meinung nach My Summer Car. Ja, an sich, wie gesagt, hast du halt dein Fahrzeug und das rüstest du halt auf und machst und tust dann halt. Ne? Und dann irgendwann ist das dann halt fertig, fährt dann irgendwann. Hier ist das Problem, du bist hier scheinbar nur Angestellter von irgendeiner Busfirma und reparierst praktisch einen Auftrag nach dem anderen, Levelzeit ein bisschen hoch und das war's. Das ist eigentlich alles von dem Spiel. Hier fehlt irgendwie der Grund, so zu spielen, warum man das eigentlich so um eine Langzeitmotivation zu haben. Ja, und die hast du eigentlich in der Regel nur, wenn du zum Beispiel eine Möglichkeit hast, dein Unternehmen denn zum Beispiel selbst zu eröffnen. Das kann ja trotzdem die gleiche Halle sein, das muss sich ja nichts groß irgendwie verändern. Aber ich fände es halt irgendwie cooler, dass du halt irgendwie die Möglichkeit hättest, zum Beispiel, dass man hier sagt so, okay, pass auf, du kannst jetzt dir einen alten Shotbus kaufen, so vom Platz und den kannst du dann halt nach Belieben dann halt einfach reparieren und irgendwann mal selbst verkaufen. Mit dem verkauften Geld dann, ne, wirst du dann halt irgendwann... Ja, brauchst du dann irgendwann keine Aufträge mehr zum Beispiel machen, sondern kaufst praktisch alte Busse und rüstest sie wieder neu her und verkaufst sie dann praktisch wieder an den Busbetrieb. Könnte man machen. Wäre wahrscheinlich eigentlich gar nicht so schwer umzusetzen. Und wäre für mich wahrscheinlich auch mehr Motivation, dementsprechend da auch ein bisschen weiterzuspielen, halt, als es jetzt aktuell der Fall ist. So, jetzt, wie gesagt, sitzt du hier, arbeitest deine Liste ab, fertig. Und das finde ich dann halt ein bisschen zu schade. Das ist irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen verschenktes Potenzial, ja, welches vielleicht dem Ganzen hier gut tun würde, wenn man so eine Möglichkeit hätte, ne? Dass man hier sich seinen eigenen Bus zum Beispiel so zusammenbauen kann. Ist ja egal, ne? Du baust den halt aus den ganzen Teilen zusammen und da kannst du ja dann selber entscheiden, wie du den dann halt praktisch zusammenbaust halt, ne? Was brauchte ich denn? Ich brauchte den hier. So, jetzt können wir... du bist jetzt ab. Genau, jetzt müssen hier die ganzen Schrauben hier raus. So, jetzt können wir das wieder wechseln. Eine Ratsche. Jetzt müssen die ganzen Bolzen hier raus. So, das geht immer noch nicht. Wir hätten jetzt hier auch die Pistole benutzen können für.
Ja, also wie gesagt, das ist so, was mir jetzt halt so aufgefallen ist. Ne? Das ist ja, wie gesagt, wieder jeder unterschiedlich, jeder sieht es halt ein bisschen anders. Aber ich glaube, das würde nochmal für ein bisschen mehr Motivation sorgen, hier irgendwie diese Aufgaben dann praktisch zu machen, damit du dann halt irgendwann so viel Geld hast, dass du dir zum Beispiel dann deinen eigenen Bus kaufen kannst. Du musst ja am Anfang die Aufgaben machen, damit du erstmal auch weißt, was du für Teile brauchst. Ne? Und ja. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal eure Meinung mal so in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze so findet. Spielt ihr das Spiel noch? Oder ist für euch auch schon alles abgelaufen? Denn nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ah ja, hier sind noch irgendwie Teile drin. Was bist du denn hier? Irgend Beleuchtung. Ja, der Zahltisch ist kaputt. Bremsklötze. So. Dann kann man das hier auch noch mitnehmen. Zack. Und jetzt hier hoch. Oh. Irgendwas hängt hier noch fest hier. Achso, hier. Die Kabel müssen noch. So, warte mal. Ich will mal ganz kurz das gucken, Auftrag ansehen. Ersatzteile. Inventar. Ja, hier sind schon wieder. Achso, das war woanders, ne? Das war. Hier nicht. Hier auch nicht. Hä? Konnte man nicht so machen. Achso, hier hinten, ne? Funktion freischalten. Genau. Mehr Teile wären natürlich cool. Bauteile. Wir werden sowieso wahrscheinlich nie durchspielen. Weil mich nervt das schon. Und jetzt haben wir wieder den Bug hier, dass wir nichts mehr machen können. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwann passiert das hier. Du fliegst dann praktisch durch die ganze Karte. Aber nur, wenn du jetzt dich in der F5-Ansicht befindest. Warum auch immer. Das Problem ist, ohne diese Ansicht. Ja, kommst du leider nicht weit. So, jetzt, weil ihr seht, jetzt muss ich da hinten ran und komme da aber nicht ran, weil, wie gesagt, sobald ich die F5-Taste drücke, dieser passiert. Ich müsste die ganze Zeit gegensteuern und jedes Mal müsste er dann alles neu justieren. Und in dem Moment dann die Schraube zu finden, no way. Und das geht die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe das getestet. Das ist mir jetzt in der letzten Aufnahme auch schon passiert. Ah. Es ist das Lenkrad, was angeschlossen ist. Mhm. Das muss gemacht werden, ja? Bis Games. Ich stehe jetzt auf mein Kupplungspedal drauf, die ganze Zeit, damit ich jetzt ein stehendes Bild habe. Oder ich muss halt vorher mal das Lenkrad abstöpseln. Was natürlich auch echt anstrengend ist. So, danke, dass du mir mitten in die Aufnahme hier reinrufst. So, was ist denn jetzt hier? Wo hängt denn das jetzt hier noch fest hier? Ja, danke. So. Ach Mensch. Oh, was ist mit dem Handy jetzt los? Stürz einfach ab. So. Okay, dann können wir jetzt weitermachen.
Können wir jetzt hier drüben das eine Ganze auch lösen. So. Jetzt muss ich die ganze Zeit auf dem Kupplungspedal stehen. Aber gut zu wissen, gleich den Fehler gefunden. So, und jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Platz. Also das ist halt schon ein bisschen lästig, wenn du dann keinen Platz mehr hast. Weil du willst jetzt auch nicht irgendwie alles einzeln jetzt, ne? So, können wir die Bolzen schon rausnehmen. So, jetzt müssen wir hier hinten hin. Die Ratsche, den Schraubenschlüssel. Damit wir das hier abkriegen. Oh Gottes Willen. Ja, machen wir den Auftrag jetzt noch schnell fertig hier. So weit, so gut. Na? Aber schön ist, dass man sich hier halt weiterhin um das Spiel praktisch hier kümmert. Ne, das brauchen wir. Aber wie gesagt, das sind halt meine Ideen halt, ja. Die muss man jetzt natürlich nicht teilen. Wie gesagt, so an sich funktioniert es ganz gut. Da gibt es nichts zu beanstanden. Aber für mich persönlich fehlt halt einfach so eine Art Langzeitmotivation. Damit ich einen Grund habe, warum ich das Ganze hier machen sollte. Und das kannst du halt nur durch irgendwie sowas halt praktisch machen. Eine andere Sache zum Beispiel auch noch ganz interessant, was ich vielleicht auch noch ganz cool finden würde, wäre die Möglichkeit, dass man hier zum Beispiel wirklich einen Steam-Workshop mit reinnimmt, ja, dass man jetzt vielleicht hier nicht neue Fahrzeuge jetzt macht und so, okay, das verstehe ich irgendwo. Das wäre wahrscheinlich dann doch ein bisschen too much. Aber zum Beispiel so ein Repaint-Shop, ja, dass man hier zum Beispiel so, keine Ahnung, verschiedene Repaints hier zum Beispiel erstellen kann, die man dann da zum Beispiel auf, als Werbung dann zum Beispiel benutzen könnte. Ich meine, da muss ich ja immer irgendwelche Story zusammen basteln, zum Beispiel hier Nordrhein-TV-Play hier, ne, Ansgar fährt gegen Baum, du musst den Baum reparieren. Das ist gut. Du musst den Bus reparieren, ja. So mal als Beispiel oder sowas, ja, um einfach mal. Oder halt ÖPNV-Simulation, ne? Phasus konnte ja nicht fahren. Das hat ihm wieder mal schön gegen die Wand gesetzt. Ja, sowas zum Beispiel. Das wäre doch eigentlich eine ganz coole Sache noch. So, wir brauchen den Zahltisch. Der ist hier. Okay. Und wir brauchen. Guck mal, schon wieder voll, ja. Was war denn das? Ach, das war hier doch Beleuchtung, war richtig. Aber die hintere Beleuchtung. Scheint hier nicht zu sein. Das ist ja nicht der Anschlusskabel, oder? Doch, ist ein Anschlusskabel, oder? Eigentlich ist es ganz normales Anschlusskabel. So, dann noch zwei. Ist jetzt fliege ich wieder. Jetzt drücke ich wieder aufs Gaspedal rauf. So geht's. So, montieren. Zahltisch. Drucker. So. So ist das Ganze hier schon wieder dran. War das einzige, ne? Und hinten war noch, ne? Das Anschlusskabel. Ah.
Genau. So, dann können wir hier den anderen Graben schon wieder wegschmeißen hier. Und jetzt brauchen wir noch zwei Bremsscheiben. Dann holen wir die noch. Mittelachse, genau. Bremsscheiben. Und dann können wir die jetzt schon wieder befestigen. Und dann hätten wir den Auftrag hier auch schon wieder abgeschlossen. Ja, ich werde jetzt auch nicht jetzt jeden Tag jetzt eine Folge bringen. Also ich werde jetzt nicht morgen gleich die nächste Folge. Ich werde jetzt gucken, dass ich jetzt mal so einmal so reinlinse. Ne? Nur, dass ihr euch da jetzt nicht wundert, dass wieder mal nichts kommt. Denn ich würde gerne mal ein bisschen abwarten, weil es sind halt schon ein paar Sachen, die mich dann halt an sich schon ein bisschen nerven. Wie gesagt, das jetzt hier mit dem Dings hier, gut, das kannst du halt verbessern, indem du jetzt halt vorher Lenkrad halt abstöpselst. Sure. Aber ihr könnt ja gerne mal, wie gesagt, eure Meinung dazu einfach mal posten. Wie ihr das Ganze so seht. Wie gesagt, vielleicht zockt ihr das gerade selber noch regelmäßig. Dann schreibt es einfach unten mit rein. Schlauch. So, jetzt kommt hier noch alles rauf. Bolzen. So, dann können wir hier das Ganze hier mal aufhängen. Und alles festdrehen. Dann brauchen wir wieder. Einmal dieses bitte. Ne, war falsch. Alles schon draufsetzen, soweit wir das haben. Schön zu wissen, dass hier da nicht mal alle Schrauben drin sind hier. So, aber das müsste jetzt gewesen sein, ne? Schaut gut aus. Bremsscheibe. Ach Mann. So. Das ist nämlich auch schon wieder drin. Dann kann man nämlich das Ganze jetzt hier schon wechseln. So, alles schon draufsetzen.
Perfekt. So, dann du. Dann du. So, dann du. Schleiche wieder ran. Haben wir? So, dann können wir hier schon wieder wechseln, denn... Ah ne, müssen wieder zurückwechseln. Obwohl, müssen wir ja nichts beschrauben groß, oder? So. Gut. Bolzen wieder rein. Okay. Vielleicht auch noch eine Möglichkeit, irgendwie seine eigene Musik abspielen zu lassen. Das wäre natürlich auch eine coole Sache noch. Wie gesagt, das sind halt nur Vorschläge, ne? Also inwiefern da jetzt irgendwas umsetzen kann, möchte, muss. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Also an sich muss ich ja sagen, ist schon ein sehr interessantes Spiel. Ist halt netter Zeitvertreib halt. Aber wie gesagt, die paar Punkte da, die ich jetzt da so angesprochen habe, das sind so Punkte, die würde ich mir schon persönlich sehr wünschen. Weil ich halt der Meinung bin, dass das halt vielleicht positiv sich auswirken könnte. Das ist jetzt natürlich immer so ein... Meine Entwickler und Publisher werden sich darüber schon wahrscheinlich genug Kopf gemacht haben, ob sowas anbieten oder nicht, werden das Ganze bestimmt schon durchgegangen sein, abgearbeitet haben und so weiter und so fort. Wie gesagt, muss man mal abwarten. Ich persönlich würde mich da halt nur wahrscheinlich sehr, sehr drüber freuen. So, alle Bauteile. Achso, ich habe auch vergessen. Habe ich jetzt auch einen Teil? Mal Inventar. Nee. Inventar. Ja. Ist wieder irgendwo ein Teil, was wieder. So, gucken wir mal nach. Aber eigentlich bin ich der Meinung. So, plus, hier ist doch alles dran, oder? Ich hab's vergessen. Nö. Montage bitte, nicht die Montage. Und zeigt er mir dann hier zum Beispiel diese Klappen hier an, ja? Die will ich doch gerade gar nicht montieren. So, jetzt ist hier scheinbar nichts. Wo ist jetzt hier ein Fehler drin? Irgendwas? Ah, warte mal, hier oben, wa? Aha. Vergessen. So, jetzt vielleicht... Wundervoll. So Leute, das war eine weitere Folge hier mit dem Bus Mechanic Simulator. Danke, dass ihr dabei wart. Gerne, wie gesagt, mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten und ja, auch gerne, wie ihr das neue Update so findet. Dann, wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es einfach unten mit rein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Morgen gibt es die ÖPNV-News und nächste Woche, den Samstag, gibt es dann die nächste Folge Bus Mechanic Simulator. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, einschalten. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich. Ich sage Tschüss, Leute. Bis denn.